Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute im Holiday Park, ein weiterer Freizeitpark hier in Deutschland, der seine Toren öffnet. Gestern war Saisonstart und heute ist der Feiertag. Das heißt, heute bin ich im Start mit einigen meiner Freunde. Wir hoffen auf einen tollen Tag. Das Wetter spielt noch nicht so mit. Egal, wir machen uns trotzdem einen schönen Tag. Die Musik läuft schon und ich nehme euch wieder mit, zeige euch, wie es hier mit der Sicherheit aussieht während der Corona-Krise. Was man alles beachten muss und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Ich bin jetzt hier vor dem Eingang, da ist der Eingang und erstmal sieht es sehr wild aus hier mit den ganzen Bodenmarkierungen, aber wenn man sich damit ein bisschen länger beschäftigt hat, finde ich eine sehr gute Lösung. Man sieht, in den grünen Bereichen darf man stehen, mit den roten Pfeilen muss man weitergehen. Und im Prinzip, genau, haben die jetzt hier überall beim Eingangsbereich diese Markierungen und auch X'e, wo man nicht stehen darf, da vorne. Also wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, ist es gar nicht so schwer zu verstehen, aber auf den ersten Blick sieht es schon sehr bunt aus. Wenn ihr euch das Online-Ticket ausdruckt, müsst ihr hier eure Adresse ausfüllen, Telefonnummer, Name und unterschreiben. Wenn ihr das Ticket online nur auf dem Handy habt, müsst ihr das hier vor Ort nochmal ausfüllen. Vielleicht ein bisschen schräg, aber ich wollte euch noch die Toiletten zeigen. Ihr seht, jede zweite Toilette darf nur benutzt werden. Und auch an den Waschbecken haben wir hier den grünen, da ist auch Prina. Und genau, die mittleren sind gesperrt. Seife ist da, Handtücher zum Abtrocknen und auch Desinfektionsmittel. So, am Eingang bekommt ihr hier so einen schönen Zettel. Benutzt den Verstand, halte Abstand, ein sehr schöner Slogan. Und hier steht drauf, was ihr machen dürft, was ihr nicht machen dürft, was ihr befolgen sollt. Genau, desinfiziert und wascht euch regelmäßig die Hände, wie ihr euch im Park mit den Bodenmarkierungen orientieren könnt, an welchen Attraktionen ihr die Maske tragen. Ja, steht da gar nicht. Warte auf dem grünen Punkt, genau. Aber ich zeige euch das gleiche mit den Punkten in der Attraktion selbst. So, die erste Attraktion ist heute G-Force. So, hier seht ihr jetzt die Bodenmarkierungen, wo man stehen darf in den grünen Bereichen und wo man dann weitergehen darf. Da gerade aber nicht viel los ist, können wir einfach durchlaufen. Hier ist es so, dass die Wegen nach jeder Fahrt einmal desinfiziert werden mit so einer Blumenspritze, wie ihr es auch gerade sehen könnt. Und der andere Mitarbeiter geht mit dem Lappen durch. Das heißt, nach jeder Fahrt wird desinfiziert. G-Force gefahren. Es lief alles problemlos. Es dauert halt ein bisschen, da nur ein Zug fährt und der jedes Mal nach der Fahrt desinfiziert wird. Aber es sind nicht viele Leute im Park und deswegen hielt sich die Wartezeit in Grenzen. Ich glaube, wir haben so 5 bis 10 Minuten gewartet und ja. Jetzt schauen wir mal, was wir als nächstes machen und wer ist auch wieder dabei? Baby Yoda mit Maske und seinem Holiday Park Button. Also irgendwie kommen mir die Augen sehr bekannt vor. Sieht ein bisschen aus wie Cars. Also wenn ihr reinkommt, läuft ihr weiter und dann kommt ihr hier an den Platz der Fontäne. Und hier ist auch ganz wichtig, hier muss man auch noch die Maske tragen. Wenn man dann in die Bereiche weiterläuft, dann darf man die Maske wieder abnehmen. Wir stehen jetzt hier vor Dino Splash. Das ist die Rafting-Attraktion, die umgebaut wurde. Und bisher finde ich die Thematisierung echt schön. Also ihr seht hier den großen Dinosaurier, den Animatronic.
Und man wird anscheinend auch etwas nass. Das Wasser ist jetzt nicht so schön, aber es passt zur Thematisierung. So, wir fahren jetzt den Dino Splash und schauen uns mal die neue Thematisierung von der Raftingbahn an. Da gibt es schon mal einen Trockner. Mal sehen, ob wir den Trockner brauchen. Die Dinosaurier hier. Ich dachte nicht, ne? Ja, das ist ein bisschen auf dem Flyer gemacht. Arbeit ist wahr. Ein bisschen was von Dschungelfeeling. Wahrscheinlich kann man das auch nicht Der hier ist zum Glück hinterm Käfig. Hallo, einmal alle Hallo sagen, Daniel! Hallo! Wir schaffen das. Oh oh, ich hab es wieder für Simone. Oh Gott! Oh Gott! Oh, oh, das ist eine gute Idee, die Büro. Ja, die Füße. Ich hab keinen Platz mehr. Hab ich schon meinen. Guck mal. Voll schön. Nein. Nein. Oh, jetzt, 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 jetzt. Oh, oh, guck mal hier, der schöne Dino. Aua! Einrenken. Ich seh nichts, ich fahr rückwärts. Oh, ein nicht mehr. Oh Gott, das ist so geil. Warum ist das jetzt immer so? Da sieht man den Körner Wasser. Nein, das Wasser da. Nein. Aber geht. Geht noch. Ja, ich klopfe auf meinen Holzhändel. Aber es dreht sich wild. Ja. Und. Mach du nur. Juni. Ey, das ist die Welle. Das ist jetzt viel. Dann dreh dich bitte. Wir sind gerade Dino Splash gefahren und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin diesmal trocken geblieben, nicht so wie im Europapark. Da war ich ja sehr durchnässt. Diesmal hatte ich Glück und ich wurde nicht nass. Da wird Daniel und Brina haben es schön ins Gesicht bekommen. Aber ihr habt unsere wilde Fahrt ja auch schon gesehen. So, jetzt geht's weiter. Über im Park verteilt sind genügend Desinfektionsspender. Jetzt nicht direkt an den Ein- und Ausgängen der Attraktion, aber überall verteilt. Ü18. Das ist ja Ü18.
hier entsteht das Wikiland. Hier habt ihr eine Zeichnung, wie es ungefähr aussehen soll. Sieht sehr vielversprechend aus. Wir sind gespannt. Man kann auch schon so ein bisschen durch die Zäune hier spicken und gucken, wie es aussieht. Also ich bin sehr gespannt. Oh, danke. Nächste Wasserbahn für heute, die zweite. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich keine Maske trage. Hier ist es so, dass es auf einigen Attraktionen Pflicht ist, die Maske zu tragen. Und auf einigen darf man sie tragen, muss man aber nicht. Welche Attraktionen das genau sind, ich habe ein Foto gemacht und blende es euch hier ein. Genau. Und hauptsächlich die Outdoor-Attraktion, außer bei den Achterbahnen, weil die voll besetzt werden, muss man da auch die Maske tragen. Jedenfalls werden auch die Wasserbahnen nach jeder Fahrt desinfiziert. Wir steigen jetzt ein. Oh Gott! Foto! Bitte lächeln! Meine Schuhe sind nass! Meine auch! Oh Gott, ist das dunkel! Warum steht hier nichts? Also da hätten sie ja was hinstellen können. Oh Gott, aua, ja, bei mir auch. Also ich glaube, hinten ist auch nicht besser. Das hier ist die Stuntshow eigentlich. Ja. Oh, okay, okay, Leute. Ach oh, Gott. So hoch am besten. Ja, hab ich. Ich kann die Füße so hoch machen. Aber sie sind eh schon nass. Ja. Oh mein Gott. Oh Gott. Geil. Oh Gott. Wartezeiten halten sich bisher auch in Grenzen. Wir warten immer so 5 bis 10 Minuten, was völlig in Ordnung ist. So, Wiki Splash. Ja, ich muss sagen, die Thematisierung ist jetzt nicht so schön umgesetzt. Man fährt halt durch 2 dunkle Tunnel und da sieht man irgendwie nichts außer eine schwarze Plane. Da hätten sie ein bisschen was machen können mit Lichtern oder noch ein paar Figuren. Hi! Hi! YouTube. YouTube. Genau, also da, bei der Thematisierung kann man da schon, hätte man ein bisschen mehr rausholen können. Aber es hat Spaß gemacht. Also wir sind jetzt kurz im Casa Palatina gewesen, um nach dem Essen zu schauen. Es ist zurzeit nicht möglich, drinnen zu sitzen, also es ist alles Takeaway. Aber draußen gibt es genügend Sitzmöglichkeiten. Das Problem ist, wenn es regnet, wo setzt man sich dann hin? Aber mich hat das Essen da nicht wirklich angesprochen. Ich hole mir jetzt eine Bratwurst oder so ein Grillsteak. Das riecht hier so gut. Ich habe mir jetzt 1/2 Meter Bratwurst geholt. Das sieht man jetzt nicht, weil sie in Teile gestückelt ist. Aber das hat so gut gerochen bei dem Grill. Da musste ich mir was vom Grillen, Gegrillten holen. Wahrscheinlich hole ich mir später noch das Hacksteak. Ne, das ist nicht Hacksteak. Holzfällersteak. Hi. Es ist ganz einfach, eure Maschine zu überwachen. Und die Füße regelt sie an. So, gerade Skyfly gefahren. Ich habe mich leider nicht überschlagen. Ich bin ein Pokémon mit Mundschutz. Habe mich alle aus dem Konzept gebracht. Der Daniel hier schon wieder. Also keinen Überschlag geschafft. Nein. Wow. Entschuldigung. Also, gerade Skyfly gefahren. Ich habe mich leider nicht überschlagen. Es war sehr anstrengend. Der Daniel hat gefilmt, fleißig. Mhm. Und jetzt gehen wir zu
Sky Scream. Ja, ihr wisst schon, dass das anfangs so eine kleine Maze ist, dass ihr durchs Dunkle müsst. Das hat mir Brina gerade gesagt, dass man erschreckt wird. Ja. Ich habe Angst, ich will das nicht. Ja, los. Aber sonst, jetzt haben wir ein bisschen länger gewartet bei Skyfly. Aber es hält sich alles in Grenzen bisher. Phantom der Oper, gell? Hier in der Strandbar und wir Mädels haben eigentlich ganz gut Spaß. Wir holen uns, genau. Wir holen uns jetzt hier einen Cocktail und die Sonne kommt auch gleich ein bisschen raus und wir genießen das Wetter. Skyscream war übrigens mega, ne? Wir sind das erste Mal gefahren. Ja, es war der Hammer und wir hatten so Schiss gehabt am Anfang. Ja, aber es war cool. Es war mega geil. Viele sind nicht mitgefahren, ne? Nee. Die hat Judy schon beachtet die Bodenmarkierungen. So, jetzt geben wir uns einen Cocktail an der Strandbar. Das ist jetzt ein Tequila Sunrise mit Slush. Jetzt ist es die Sommeredition, finde ich echt gut. Und für 5,99 € kann man nichts sagen. Ich probiere jetzt mal. Negativ kann man jetzt das nicht sagen, aber da die Bahn jedes Mal, also, oder die Sitze jedes Mal desinfiziert werden müssen und wenn da nur ein Mitarbeiter ist, dann muss das mal alles einsprühen und dann noch mit dem Lappen drüber gehen. Das zieht sich dann manchmal schon sehr, aber da der Park nicht, also nicht die mit der vollen Kapazität, also die Tickets mit, also nochmal, dass der Park nicht die komplette Kapazität verkauft, hält sich die Wartezeit trotzdem in Grenzen. Das meiste, was wir jetzt gewartet haben, waren vielleicht 10, 15 Minuten und ja. Und es gab auch keine Online-Tickets mehr. Das heißt, dass eigentlich heute ausverkauft ist. Also dafür hält es sich wirklich in Grenzen mit den Wartezeiten. Und wir haben einen schönen Tag. Jetzt hat es ein bisschen angefangen zu nieseln, aber das denke ich mal, hört gleich auf. Und bisher bin ich echt positiv überrascht vom Holiday Park. Ich war ja sehr lange nicht mehr hier. Gefühlt, glaube ich, 15 Jahre nicht oder 20 vielleicht. Ich kann mich noch an die G-Force erinnern. Und also ich muss sagen, ich bin echt wirklich positiv überrascht. Wir haben echt bisher einen sehr schönen Tag. Warum? Ich stehe doch mit dem Bitte geh an, bitte geh an, bitte geh an. Ja, das wäre echt. So, wir fahren jetzt eine Runde Tabaluga, die Tabaluga-Achterbahn, eine Familienachterbahn. Hier im Holiday Inn heißt das, ne? Holiday Indoor. Indoor, nicht Holiday Inn. Holiday Inn ist die Hotelkette. So, hier in dem Holiday Indoor finde ich es sehr warm, wenn man sieht, auch so ein bisschen leicht am Schwitzen. Aber ich finde es ganz süß gestaltet. Man hat da hinten so ein Feen-Ding. Den kann man auf Tieren fahren. So.
Gott. So, nach einer Runde Tabaluga fahren wir mal eine Runde Karussell hier. Ich habe übrigens eine Ziege. Moment. Steht eine Ähnlichkeit. Wir sind jetzt im Maya-Land angekommen, aber die haben auch keinen, was der Kinderbereich ist. Ist wirklich sehr süß. Da ist unsere Truppe. Kann man hier mal ein Kumpel machen? Daniel, was sagst du denn heute so? Ich Maya fliege hoch, hoch. Na, guck das. Hast du Spaß? Ich hab Spaß. Ja? Ja, ist mit uns ist immer schön. Ja. Natürlich. Und dann ich aus. Oder gibt's ein paar Weinschuppen? Weil uns Dino Splash so gut gefallen hat und der Daniel so schön nass wurde, fahren wir das jetzt nochmal. Ne, Daniel? Ich bin mal gespannt. Diesmal bist du wieder dran. Nein, ich war schon im Europapark dran. Jetzt müsste jemand anders dran sein. Aber es hat uns wirklich so viel Spaß gemacht, das müssen wir jetzt unbedingt nochmal fahren. Zweite Runde Dino Splash war für unsere andere Truppe ganz schön nass. Da Brina, wo haben wir sie denn? Da. Aber nicht alle. Wir sind relativ verschont geblieben, aber die vor uns hier, die Judy, also die hat es das zweite Mal schon erwischt. Aber wir hatten Spaß. Mir hat das Gegrillte von heute Mittag so gut geschmeckt, dass ich mir jetzt noch das Holzfällersteak geholt habe. Bevor ich es vergesse, ihr bekommt sogar noch einen Rabattcode. 5 Euro bekommt ihr auf eurer Tagesticket online mit dem Code DPAM. Ich schreibe euch den jetzt auch nochmal hier rein und unten in die Infobox. Viel Spaß im Holiday Park! So, meine Lieben, der Tag hier im Holiday Park ist nun vorbei. Wir hatten wirklich ganz großen Spaß. Ich hätte es gar nicht so spaßig erwartet, den Holiday Park. Ich habe viel weniger erwartet. Ansonsten, was ich noch sagen wollte, ist, dass sie die Desinfektion der Wägen wirklich sehr ernst nehmen, also wirklich sehr auf Sauberkeit achten, dass hier alles picobello desinfiziert ist, also ihr braucht da keine Angst haben. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal. Folgt Angie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.